James Kottak ist ein US-amerikanischer Schlagzeuger, der besonders bekannt ist für seine Zeit als Mitglied der deutschen Hardrock-Band Scorpions. Nun ist im Alter von 61 Jahren verstorben. Er war im Studio an mehreren Scorpions-Alben beteiligt und gehörte der Band in einer extrem erfolgreichen Zeit an. Er schloss sich 1996 den Scorpions an und war damit der erste amerikanische Musiker, der in der deutschen Rockgruppe spielte. Während seiner Zeit bei den Scorpions trug er zu mehreren Alben bei, darunter Pure Instinct 1996, Eye to Eye 1999, Umbrea Cable 2004, Humanity, Our Eye 2007 und Sting in the Tail 2010. Er war auch für seine energiegeladenen Bühnenauftritte und seine charismatische Präsenz bekannt. Im Jahr 2016 verließ er die Scorpions aus persönlichen Gründen. Abgesehen von seiner Zeit bei den Scorpions war er Mitglied anderer Bands und wirkte als Gastmusiker in verschiedenen Projekten mit. Zusätzlich zu den Scorpions brachte er sein Schlagzeugtalent auch Bands wie den Hardrockern Kingdom Come, der Glam-Metal-Band Warrant, Buster Brown, der englischen Rockband The Cold und seiner eigenen Punkrock-Gruppe Kottak zum Ausdruck. James Kottak ist nicht nur ein erfahrener Schlagzeuger, sondern auch eine Persönlichkeit in der Rockmusikszene. Möge er in Frieden ruhen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Wenn dich dieses Video berührt hat, hinterlasse bitte ein Like und ein Abo für diesen Kanal. Und schreibe einen freundlichen Satz der Anteilnahme in die Kommentare. Vielen Dank!